Könnten Sie jetzt einmal erklären, was die Idee bzw. der Inhalt Ihres Projektes war? Ja, also in der 10 beschäftigen wir uns thematisch mit dem Phänomen Porträt. Das heißt, wie bilde ich Menschen ab? Und wir hatten dann die Idee mit der Kooperation mit der Kunstschule, dass wir auch was zum Remembrance Day machen wollten. Wir haben versucht, die Leute, die da verschleppt wurden von den Nazis, versucht, mit einem Porträt zu erinnern. Und das unmögliche Porträt eben, weil ganz oft einfach keine visuellen Zeugnisse mehr da sind. Es gab keine Fotos. Und dann mussten sich die Schülerinnen und Schüler auf den Weg machen, wie stelle ich etwas dar, was ich eigentlich gar nicht weiß, wie es aussieht. Daher finde ich, dass das Projekt wirklich eigentlich eine sehr gelungene Idee war. Mir hat das Projekt sehr gut gefallen, weil wir auch wirklich die Möglichkeit hatten, uns kreativ auszulassen. Und wir wurden halt nicht eingeschränkt oder, also uns wurden auch keine Grenzen gegeben. Also es war schwierig, weil man die Person, die man abbilden sollte, nicht gesehen hat, weil man kein Bild davon hatte. Und demnach war es schwierig, weil man auch teilweise wenig Informationen über die Person hatte. Und würdest du das Projekt für die nächsten Jahre empfehlen? Ja, weil das Interesse, also man sieht ja, dass die Generation jetzt auch darüber lernen wollen und das eine andere Art und Weise ist, an das Thema ranzukommen. Ich möchte auch noch zu der Initiative. Ich möchte allen herzlich danken, die hier in dieser Kooperationsveranstaltung vom Otto-Hahn-Gymnasium und der Wohnheimer Kunstschule ein Werk gestaltet haben zur Erinnerung an unsere Wohnheimer Holocaust-Opfer. Vertreter der Stadt, um ja, darüber nachzudenken, mal zu schauen, Ideen zu sammeln, wie denn dieser Holocaust-Gedenktag hier in Wohnheim dann auch neben diesem Gedenken am 9. November hier